herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Survival Let's Play Video hier auf meinem Kanal. Jo, ihr seht schon, ich habe ein Texture Pack drin. Ist auch ein sehr schönes. Nein, gibt es leider noch nicht zum Download, weil, naja, da gehe ich im Video weiter ein. Auf jeden Fall ist ein nice Texture Pack. Und heute nehmen wir uns vor, mal die XP, genau, die Mob-Falle da etwas umzudekorieren. Dazu brauchen wir Sand. Abgesehen davon habe ich hier jetzt einen Kompass und eine Karte. Boah, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen Sandfarmen, sofern wir hier runter dürfen. So, denn ich habe gemerkt, es funktioniert nicht so richtig. Die Monster sehen einen ja nicht durch nicht transparente Blöcke. Deshalb gehe ich mir jetzt Sand holen für Glas. Ja, genau, für Glas. Weil ich das jetzt aus Glas machen möchte. Genau. So. Übrigens, ein Block Sand ist tatsächlich ein Block Glas. So, ich nehme erstmal die mit. Ja, das ist. Apropos, dieses Texture Pack hier ist eine Eigenkreation von meiner Wenigkeit. Es wird es auch bald zum Download geben, wenn ich die letzten Schliffe fertig habe. Es ist aktuell für die 1.12er Versionen von Minecraft. So, drei Glas habe ich noch. Wie viel Glas habe ich jetzt? Vier. Quatsch, nicht Glas. Haha, dann müsste ich jetzt theoretisch vier Dings rauskriegen. Vier Glas. Brauche ich noch zwei Sand. Okay. Also, weil ich brauche insgesamt neun Sand. Das habe ich schon ausgerechnet. Und, ja. Also wie gesagt, ich finde das Pack, das ich hier erstellt habe, schön. Klar, das sagt jeder, aber ist deshalb so rot hier, weil es an Weltuntergang angelegt ist, das Pack. So habe ich es dann dementsprechend auch genannt. Natürlich jetzt nicht so unsexyhaft Weltende oder sowas. Quatsch. Sowas würde ich nicht machen. Nur jemand, der nichts von Namen versteht. Ich hab's zwar von der Bedeutung her heißt es Weltuntergang, aber ich habe die englischen Begriffe benutzt. Da könnt ihr auch mal was lernen. Death of World heißt das Pack. Sozusagen der Tod der Welt. Genau. Mach ich den noch rein. Zack. Haben wir hier jetzt vier Glas. Jetzt zumachen, haben wir 7 Glas. Gut, Moment. Den machen wir wieder raus. Weil wir brauchen zwar 9, aber 1 habe ich schon gehabt. Deshalb habe ich 1 zu viel genommen. Was nichts macht. Deshalb so. Ne. Ist ein bisschen komisch mit meiner Maus heute. Hab lange nicht mehr aufgenommen. Und das Auto-Jump geht auch manchmal auf den Zeiger, aber auch eben nicht immer. So. Habe ich das Glas im Inventar? Nö. So.
Ihr seht schon, ich habe hier diese Nether-Dinger. Eins muss ich euch aber direkt bei den Packs sagen. Ich habe eigentlich primär nur die Blöcke verändert. Genau, die Blöcke verändert. Und eigentlich so gut wie keine Entitäten. Was ist denn Entity jetzt? Ja, wenn ihr neu bei Minecraft seid. Ein Entity ist alles, was sich bewegen kann. Eine Entität. Aber auch Blöcke, die hier abgebaut wurden zum Beispiel. Die sind Entitäten. Also wenn die so als Item auf dem Boden liegen, dann sind auch Blöcke Entitäten. Habe ich den Block jetzt bekommen? Nö. Doch, da ist er. Okay. Ich sneake hier extra, damit. Ja gut, den hole ich mir dann später. Für was auch immer ich die Dinger noch brauchen kann. Ja, egal. Ich ändere jetzt einfach hier erstmal die Blöcke ab. Genau. Ihr könnt mir ja gerne mal später eure Meinung in die Kommentare schreiben über das Pack. Ob ihr das schön findet oder nicht. Meiner Meinung nach ist es schön. Ist nur halt noch nicht komplett fertig, weil hab zurzeit noch ein paar, abgesehen von mir, Beta-Tester, die das Pack halt testen. So, sammeln wir hier mal schön die Blöcke ein. So. Auf Glas kann man aber, glaube ich, kein Dings setzen. Wo geht denn hin? Falsche Richtung. genau, auf Glas kann man, glaube ich. Wo bin ich denn jetzt? Auf Glas kann man, glaube ich, kein Dings setzen. Keine Fackel. Aber das macht nichts. Ihr seht schon, das Wasser ist schwarz. Das habe ich extra so gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil es ja ein Weltuntergangspack ist. Und hier die Wolken. Na, komm. Da. Da. Da seht ihr schon, es ist ein bisschen weiß-rot. Aber das ist alles nicht das Einzige, was ich verändert habe. Wobei, kann man das betrachten? Doch! Haha, dann haben die das geändert. Weil früher in den alten Versionen ging das nämlich nicht. Und jetzt würde ich mich mal schleunigst darum kümmern, dass ich den Mond hier finde, beziehungsweise sehe. Da ist er. Da. Geht gerade auf. Habe ich auch verändert. Sonne kann ich euch zeigen, wenn es wieder Tag ist. Und ich habe auch noch was ganz Schönes mit den Zombies gemacht. Ja, ja. Wobei, warten wir mal, bis irgendwie so ein Zombie hier irgendwo vorbeischneit. Kann ich den euch mal zeigen, weil ich war nicht gerade untätig. Und für alle anderen, die noch auf alten Versionen spielen, zum Beispiel auf der 1.11.2, ja, 2, genau. Da, da. Moment, seht ihr den da? Diesen gelben Fuzzi? Das ist ein Zombie. Ja, komm mal her, Zombie. Wo war ich? Ah ja. Auf den älteren Versionen, wie zum Beispiel der 1.11.2, gibt es auch eine Version von dem Pack. Hat aber weit weniger Blöcke drin als diese Version. Von daher würde ich euch mal empfehlen. Bleh, das ist ein scheiß Wort. Die 1. Bleh, die 1.12er. Die 1.12er Version des Packs zu. Wie heißt das? Ah, bin zu blöd zum Springen. Egal. Die 1.12er Version von dem Pack sich zu
holen, sobald es zum Download bereitsteht. Ich denke mal, allerspätestens in ein paar Wochen oder so in der Art. Verschwinde, Zombie, verschwinde, verschwinde, verschwinde. Allerspätestens in ein paar Wochen wird es wahrscheinlich zum Download von mir freigegeben oder wenn ich 20 Abonnenten habe. Aber ich denke mal viel früher als eben 20. Jetzt mache ich mal ein kurzes Nickerchen, weil ich mag es nicht, wenn die Mobs mich nerven. Das einzige, was ich nicht geändert habe, ist hier dieses neue Feld, das bei der 1.12 dazugekommen ist, weil ich fand das schöner, so wie es jetzt ist. Na komm, lass mich mal schlafen. Ja. Nehme ich mal schon auf. Würde mich mal interessieren. Paar Minuten schon. Egal. Okay. So. Dann, was haben wir bekommen? Die hier. Rotten Flash. Kommt hier rein zu Mob Drops. Was soll ich mit so viel Rotten Flash? Echt mal. Ja. Apropos Abonnenten. Falls ihr mein 10-Abo-Special noch nicht gesehen habt und neu auf meinem Channel seid, dann guckt doch einfach in der Videoliste nach 10-Abo-Special. Da habe ich ein Konstrukt vorgestellt, das ich erschaffen habe. Genau. Das gibt es allerdings schon zum Download. Und jetzt schauen wir erstmal nach dem Hütchen. Und ja, das ist ein Notausgang hier. Oder Eingang, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Ja. Wenn ihr dieses Video hier Sonntag seht, den ersten, im 10. 2017, dann werdet ihr merken, dass um 16 Uhr schon ein Video hochgeladen wurde. Das empfehle ich euch sehr, das zu gucken, weil ihr wisst ja, die Welten haben seit ein paar Versionen, glaube 1.11 oder so, Bilder. Und diese Bilder kann man ändern. Und wie man das schafft, das habe ich in einem kleinen, kompakten Tutorial vorgestellt. Boah. Na komm. So. Ich habe hier zum Beispiel auch die keine Ahnung, wie die jetzt heißen, verändert. Hier das Nether-Portal. Sieht doch viel schöner aus, oder? Augenkrebs. Spaß. So, ja. Ich habe mich also nicht so sehr auf Items konzentriert, sondern eher auf die Blöcke. Und hier die Fackeln, falls ihr das nicht erkennt, das soll eine Taschenlampe darstellen. Weil manche spielen ja mit sowohl mit Texturen als auch mit Shadern. Zuckerrohr ist auch schwarz geworden. Das liegt aber daran, dass das Wasser schwarz ist. Warum, fragt mich bitte nicht. Das weiß ich nicht. Hier zum Beispiel die Farnerde. Die wird jetzt blau, wenn sie bewässert ist. Wenn sie nicht bewässert ist, ist sie schwarz, glaube ich. Ja, auf jeden Fall wird es ein paar Wochen dauern, bis das Pack zum Download bereit steht für euch. Wenn es soweit ist, dann werde ich mich darüber informieren. Wieso brauche ich so viel? Egal.
Und ja, wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir mal positiv oder negatives Feedback zu dem Pack geben, wenn es euch aktuell gefällt. Und ja, bei den Kanalinfos gibt es übrigens eine Mail von mir, darauf könnt ihr mich auch kontaktieren, wenn ihr hier Beta-Tester werden wollt. Müsst ihr, ja klar, das repariere ich wann anders. Dann müsst ihr mir einfach unter dieser angegebenen Mail schreiben, dass ihr das testen möchtet. Und dann kriegt ihr einen Link von mir zugeschickt, wo ihr die Beta-Version des Packs testen könnt. Und ja. Also über Feedback würde ich mich sehr freuen, weil ich habe mir echt viel Mühe mit dem Teil gegeben. Ich habe mich Tage und Wochen lang abgerackert. Deshalb kam auch wenig Content auf meinem Channel. Aber auch nicht nur deshalb, sondern auch wegen Schule. Ja, ich habe letztes Jahr gesagt, ich bin nach der 9. Klasse fertig, aber den dortigen Abschluss brauche ich nicht. Jedenfalls ist er nicht für mich nützlich. Aus diesem Grund, aus diesem Grund habe ich beschlossen, den Hauptabschluss nachzumachen, da ich diesen halt benötige. Ja. So, gehen wir mal kurz das kleine Malörchen da reparieren. So. Huch, ich habe ja das Weizen noch. Nein. So. Das Pack ist übrigens, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in meinem Stil gehalten. Auch von meinem. Na. Na, hat die Farmerde sich repariert? Oder wo war das? Irgendwo. Ich glaube, die Farmerde putte macht. Putte macht. Putte macht. Komisch. Na. Da sind Körnchen. Da sind Körnchen. Sind überall Körnchen. Ich könnte schwören, ich hätte irgendwo das vergessen. Ja, egal. Dann laufen wir eben im Kreis. Hahaha. Spaß. Dann schauen wir noch mal hinten vorbei, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was abfahren können. Auch wenn ich jetzt gerade so random nicht weiß, was ich mit dem ganzen Weizen anfangen soll. Ja. Viel habe ich eigentlich nicht zu besprechen mit euch, meiner Community. Und auch an die neuen Abonnenten freue ich mich, dass ihr meinen Channel abonniert habt und dass euch mein Content auch weiterhin gefallen wird. Ja, das repariert sich irgendwann alleine, denke ich mal. Manchmal ist dieses Auto-Jump echt nützlich, manchmal ist es nervig, aber es ist doch eher nützlich, würde ich sagen. Weil einfach ein Spaß. Weil man kann einfach hier so farmen. Oder einfach so Blöcke hochlaufen, wenn man gerade so keine Treppen hat. Ist eben recht nützlich. Würde ich deshalb auch sagen. So. Gucke ich mal, von wo ich runterspringen kann. Und du wachst mal schneller, weil den da farm ich erst ab, wenn der gewachsen ist. Ja, so sieht es unter Wasser aus. Ja. So viel zu meinen Sachen, was ich so getrieben habe, als ich keine Videos gebracht habe. Naja. Gut. Gerade hat meine Maus gespinnt.
So. Bringen wir das ganze Zeug mal in die Chest, was wir jetzt gerade so nicht brauchen. Zack, zack. So. Und dann würde ich mal behaupten, weil es Spaß macht, machen wir den auch noch zu Glas. Kohle haben wir, glaube ich, noch genug. Hier die Workbench zum Beispiel. Auch schön. Guck mal, was die Erze so macht. Ja, Kohle haben wir wirklich genug. Nur, wovon wir am allerwenigsten haben, ist hier Smaragde und Gold. Aber alles andere dürften wir eigentlich haben. Und da ist auch schon unser Glas. Schön, yay. Irgendwann werde ich auch hier die Fenster mal austauschen durch richtige Fenster. Nee, falsch. Da. So. Wieso habe ich da Papier eigentlich? Egal. So. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was ich so machen lässt noch für die Folge. Oder ob ich es beende. Apropos, es wird auch schon da ist die Sonne. Wird auch schon wieder Abend, das ist gut. Hier sieht er es nochmal besser. Da, schön rot. Ja, schön rot. Yay. By the way, für alle von euch, die hier Beta-Tester werden möchten, das Pack wird zwar in der Auswahl rot angezeigt, aber es ist, glaubt mir ruhig, für die 1.12er-Versionen erstellt worden. Warum? Fragt mich nicht. Ist einfach so. Ich zeige es euch mal kurz. So, da. Ja, ihr seht schon, ist mein Gesicht drauf. Ist ja auch mein Pack. Das heißt hier Death of World. Ist für die aktuellsten Versionen. Also hier 1.12, 1.12.1 und 1.12.3. 2 meine ich. Und ja. Dasselbe auch nochmal hier mit der 1.11er Version. Ja. Aber ja. Dann würde ich auch mal wieder sagen, sind wir am sind leider auch schon wieder am Ende angekommen. Ja. Aber hey, freut euch! Es gibt bald wieder neue Videos von mir, eurem Antiker 10.000. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar verfassen. Ich freue mich auf schöne Rückmeldungen und bis zum nächsten Video. Bye!